Hey, hey, heute War Tales Episode 1 vom neuen Walkthrough nach dem offiziellen 1.0er Release. Neue Kompanie, neue Kampagne. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich den Kommentaren glauben kann, ihr auch. Zuerst, bevor es losgeht, vor allem für die neuen Zuschauer, das hier wird kein blindes Let's Play oder sowas, sondern ein 100% Walkthrough, wovon der Großteil jetzt schon vor Episode 1 mehr oder weniger durchgeplant ist. Wir machen alles, was man in einem Playthrough machen kann und wir schauen uns alles an, was es anzuschauen gibt. Ich habe insgesamt knapp 400 Stunden Spielzeit in War Tales und das hier wird die dritte Kampagne auf dem Kanal. Ich werde versuchen, so viel zu erklären, wie ich kann und Tipps zum Spiel geben, wenn es sich anbietet, damit wir hier auch einen gewissen Mehrwert generieren. Neben den über 100 anderen Guide- und Gameplay-Videos, die jetzt schon auf dem Kanal drauf sind. Der Plan ist, dass wir etwa zwischen 30 und 40 Minuten pro Episode haben, wobei Spezialepisoden wie zum Beispiel Dungeons oder Haha, die Kompanieerstellung heute, wahrscheinlich länger werden und die Laufzeit von den Bonus-Episoden laufen sowieso komplett aus dem Ruder. Das Walkthrough wird in Kapitel eingeteilt, nämlich ein Kapitel pro Region, die dann auch im Titel der Episode stehen wird. Gut, das war's mit dem Startgeschwätz. Erstellen wir eine neue Kompanie, wird schon noch lang genug dauern. Meine Gefährten sind, wie beim letzten Mal in Dahlgrens Marodeure, Deserteure. Dazu muss ich aber sagen, die Boni haben sich komplett geändert und auch die Startgefährten haben sich geändert, weil Deserteure jetzt mit einem Krieger anstatt mit einem Rohling anfangen. Ist mir gar nicht aufgefallen, bis ich das Walkthrough hier geplant habe. Wenn ihr hier noch mehr sehen wollt, ich habe das große Tipps-Video zum Release. Da erkläre ich alles, was es hier bei der Erstellung so zu erklären gibt. Ich will eigentlich nur Deserteure spielen, weil sich immer noch hartnäckig das Gerücht hält, dass Waldläufer und Bogenschützen schlechte Startcharaktere sind. Und die sind hier beide mit drin in der Kompanie. Na gut, hier ist immer ein bisschen schwierig. Ich denke aber, ich nehme, so wie regulär auch, sind lange Fußmärsche gewohnt, weil einfach 10% weniger Ermüdung super ist, von Anfang bis zum Ende. Wenn sie einen Makel hätten, dass ihre Auffassung von Loyalität eher relativ ist. Eure Gefährten werden den Trupp schneller verlassen, wenn sie unzufrieden sind. Da in meinem Trupp natürlich niemals jemand unzufrieden wird, ist das für mich ein Gratis-Malus. Kurz dazu, der ist einzigartig zu den Deserteuren. Bedeutet, wenn ihr eine andere Startkompanie gewählt habt, könnt ihr den hier nicht nehmen. Hier will ich mich jetzt gar nicht mit euch zanken. Ich spiele adaptive Erkundung, weil mir das einfach besser gefällt. Wenn ihr gerne regionsgebunden spielen wollt, dann ist das wohl so. Aber dann müsst ihr, glaube ich, drauf aufpassen. Ich denke, dann ist die zweite Region, in die ihr gehen müsst, Arthes und nicht Vertrus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge ich hier spiele. Also, falls ihr regionsgebunden spielt und ihr wollt hier ein bisschen mit dranbleiben, kann es sein, dass ihr nicht in dieselbe Region gehen könnt, wie ich das mache. Gut, Kampfschwierigkeit, Überlebensschwierigkeit ist kein Problem. Experte, Experte. Speichermodus mache ich begrenzt, einfach nur um es mir ein bisschen, naja, nicht schwieriger zu machen, sondern übersichtlicher, was die ganzen Saves angeht. Frei ist natürlich auch vollkommen okay. Iron Man, ich finde War Tales ist nicht unbedingt ein Iron Man Spiel. Es gibt hier einfach, man verliert zu selten Gefährten, als dass es irgendwie relevant wäre, sich hier an die Konsequenzen zu binden. Ich meine, ich werde auch nicht neu laden, zumindest nicht, solange ihr mit dabei seid. Okay, hier sind meine vier Kerle und das Pony. Ich mache die kurz alle hübsch und verpasse denen die Namen, die die haben sollen. Was natürlich nicht heißt, dass ihr nicht auch gerne ein paar Namen vorschlagen dürft. Ich übernehme die dann für Söldner, wenn welche reinkommen. Also tut euch da keinen Zwang an. Und wir sehen uns dann gleich wieder und dann gehen wir die Söldner einmal alle durch. Da haben wir die neue Kompanie auch schon. Ging schnell heute. Ein paar von den Namen kommen den Leuten, die hier Battle Brothers auf dem Kanal geschaut haben, mit Sicherheit bekannt vor. Die neue Kompanie heißt Ulfars Gefährten. Ich habe schon einen Banner ausgesucht, das seht ihr dann später. Lore-technisch arbeite ich da noch an ein paar Sachen, aber ich weiß nicht, wie viele Leute das letzte Mal interessiert hat. Fangen wir vorne mit unseren beiden jungen Kerlen an. Wir haben Ortwin, den Waldläufer. Der nimmt Erste Hilfe für uns mit am Anfang, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass der im Kampf gebunden ist. Und deswegen hat er Zeit, durch die Gegend zu flitzen und Leute zusammenzukleben. Nicht, dass ich das wirklich brauche, hoffe ich, aber man wird am Anfang ja doch recht oft vergiftet. Der hat natürlich Geschick. Geschicklichkeit erhöht sich um 5%. Das ist dem sein Hauptattribut. Der hat 3% erhöhte kritische Trefferchance und 5% weniger Verfassung, was total egal ist, weil er hoffentlich niemals Schaden nehmen muss. Dann unser Jäger Hallstein. Auch
Geschicklichkeit um 5% erhöht, 3% erhöhte kritische Trefferchance und 5% weniger Verfassung. Manche am Anfang auf allen meinen Geschicklichkeitscharakteren so. Der hat Zielen mit dabei, weil man das definitiv braucht, sonst sind Bogenschütze leider mehr oder weniger unspielbar. Dann kommen wir zu den beiden schweren Kerlen. Wir haben unsere Schwertkämpferin Gunhild. Ich würde am Anfang immer dazu raten, eine Einhandwaffe und ein Schild mitzunehmen, anstatt eine Zweihandwaffe. Ihr bekommt zum einen eine bessere Rüstung und zum anderen einen Schutzschild, der auch nochmal Rüstung obendrauf gibt. Und der Schaden ist hier auf dem Schwert bei 6 und bei dem Einhandschwert auf 5 bis 6. Das heißt, ihr habt quasi keinen Vorteil davon, so ein rostiges Riesenschwert mit euch rumzuschleppen. Außer, dass ihr natürlich theoretisch mehrere Gegner gleichzeitig treffen könnt, was aber am Anfang nicht ernsthaft passiert. Für meine Stärke-Charaktere gehe ich gerne, zumindest für die, die mal tanken sollen und nicht unbedingt Crits rausschmeißen sollen, auf Stark, 5% erhöhte Stärke, Muskulös, 5% erhöhte Verfassung und Faulpelz ist quasi vollkommen gratis. Die minus 3 Tragfähigkeit hat man dermaßen schnell wieder raus mit den Startcharakteren, dass das wirklich total irrelevant ist. Vor allen Dingen, wenn man Verfassung um 5% erhöht mit dazu skillt, ist das quasi weg, während das Spiel schon losgeht. Das andere, was noch geht, ist meiner Meinung nach faul. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Dann könnte man natürlich mit viel Fraß und Langfinger spielen. Das beschäftigt einem nun mal auch das komplette Spiel durch. Von Trunkenbold würde ich die Finger lassen. Und glücklos ist ungefähr das Schlechteste, was man benutzen kann. Sonst, ich sag, blöd ist auch nicht so geil, wobei das irgendwann irrelevant wird. Klumpfüßig sollte man auch nicht nehmen, habe ich aber in dem großen Tipps-Video darüber geredet. Und als letztes haben wir natürlich den titulären Ulfa von Ulfas Gefährten. Der wird mal ein mächtiger Berserker werden, so wie wir ihn kennen. Der hat auch Stärke 5% erhöht, kritische Trefferchance um 3% erhöht, keine Verfassung, weil er wird kein Tank, sondern Berserker. Deswegen hat er auch Zorn. Hatte ich eben gerade gesagt, wir haben natürlich bei unserem Tank Provozieren mit dabei. Nicht, dass wir es am Anfang bräuchten, aber besser wie nix. Zweimal Zorn könnte man auch nehmen, aber ich habe halt niemanden dabei sonst, der abziehen kann, falls doch mal der Bogenschütze oder der Messerstecher belästigt werden. Auch hier Faulpelz, Tragfähigkeit um 3 verringert, merkt man absolut gar nicht. Und unsere Lasten wird tragen der tapfere Lutz. Muskulös, Verfassung um 5% erhöht, Verfassung gibt vor, wie viel Traglast man hat. Ohne Fleiß kein Preis, Tragfähigkeit um 3 erhöht und natürlich ist der tapfere Lutz deprimiert. Da der niemals auf dem Schlachtfeld stehen wird, ist das hier ein vollkommen gratis Debuff, weil es irrelevant ist, wie viel Willenskraft jemand hat, der nicht kämpfen muss. Das sind also die Startcharaktere von Ulfas Gefährten. Deserteure irgendwo aus dem Norden, würde ich spontan mal behaupten, wenn die Ulfa getroffen haben. Hier noch kurz, wenn ihr wirklich von Anfang an Hardcore min-maxen wollt, der Charakter hier hat die wenigste Starterfahrung und der Charakter hier hat die meiste Starterfahrung. Deswegen die Aufstellung eigentlich ganz gut passt. Hier vorne die beiden jungen Kerle, die frisch mit dabei sind. Hier hinten die beiden erfahrenen Kämpfer, die jetzt gleich ein bisschen tanken werden. Gut, und das Pony bekommt sowieso passive Erfahrungspunkte. Legen wir los, wir haben heute noch viel zu tun. Genug ist genug. Viel zu lange mussten sie die Schikane dieses schrecklichen Hauptmanns über sich ergehen lassen. Doch jetzt können eure Gefährten endlich ihre wohlverdiente Freiheit genießen. Allerdings sind Deserteure nirgends gern gesehen, weder bei ihren einstigen Mitstreitern noch bei den Einheimischen, die sie aus irgendeinem Grund als Verräter betrachten. Sie werden untertauchen müssen und dabei trotzdem irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen. Bevor es losgeht, sofort ins Camp. Sofort ins Camp. Wir machen erstmal alle Leute zu Tüftlern, damit wir ganz ekelhaft die plus 2% kriegen. Und was auch, naja, noch relativ neu ist, würde ich jetzt so nicht unbedingt behaupten. Ihr könnt hier oben natürlich eure Leute neu einstellen. Das heißt, es ist Ulfas Kompanie. Das heißt, Ulfa steht für mich hier vorne. Hinterher kommt die Novizin. Ich habe es da gelesen. Die Schwertkämpferin. Und den, naja, packen wir den Bogenschützen in die Mitte, den Waldläufer nach hinten. Es ist egal, es ist einfach nur Roleplay-Kram. Der macht, dass mir das Spiel besser gefällt. Tatsächlich wird am Anfang Hallstein mein Tüftler bleiben. Den stelle ich dann direkt schon mal hier dran. Den Tisch ein bisschen dichter hier hin, falls irgendein Lager-Event kommt. So, dann setzen wir direkt ein paar Charaktere fest nebeneinander, damit die bessere Freunde werden. Und dann kann das auch schon losgehen. Bogenschütze. Ich stelle mal ganz unauffällig das Pony zu dir. Direkt. Es gibt Titel in dem Spiel hier, wenn Charaktere irgendwas machen. Und so ziemlich der einfachste Titel, den man kriegen kann, ist Bestienfreund. Dafür muss einfach ein Charakter
12-mal oder so neben einem Tier rasten. Ein Titel bedeutet, dass ihr einmal eure Attribute erhöhen könnt. Kein Spezialisierungspunkt, aber eine Attributerhöhung. Gut, jetzt wo wir den ganzen Krempel schon mal aus dem Weg haben, machen wir direkt unseren ersten Kampf. Also ich habe noch irgendwas Wichtiges vergessen. Traglast von 83 ist vollkommen okay, damit kommen wir gut durch. Dann wollen wir am Anfang so viel Wissenspunkte wie möglich sammeln, damit wir ein paar Sachen durchskillen können. Am besten bevor jemand einen Stufenaufstieg hat. Ja, kommt halt her. 3 gegen 4, was wollt ihr denn von mir? Ja, was gibt es zum Kampfsystem großartig zu sagen? Ihr könnt hier am Anfang eure Charaktere packen und durch die Gegend ziehen. Wenn ihr die Kampfreihenfolge unten anhabt und nicht ausgeschaltet habt, könnt ihr sehen, wer als nächstes dran ist. Da ist dann so ein kleines Ausrufezeichen daneben. Wenn ihr auf die Gegner klickt, könnt ihr sehen, wie weit die laufen. Und so bestimme ich im Prinzip, wer wann kämpfen muss. Und wir schauen, dass wir den Bogenschützen, weil wir den mit der Kompanie, die ich hier habe, nicht annehmen können am Anfang, so hinstellen, dass er am besten auf einen von seinen eigenen Freunden schießt. So, Gunhild ist ein bisschen stabiler, bedeutet, die wird den ersten Ganoven angehen. Die Ganoven selbst vergiften. Da mache ich mir jetzt keine großartigen Gedanken. Und der Wilderer schießt und schiebt mit dabei. So in etwa sollte das Ganze hier passen. Das heißt, wir würden jetzt zuerst den Ganoven hier angehen, dann den Ganoven angehen. Und zwar so, dass der Wilderer durch seine eigenen Leute durchschießen muss am besten. Und dann versuchen wir selbst Schaden zu machen. Ortwin kann von hier aus hinter diesen Ganoven gehen, heißt, er kann ihm in den Rücken stechen. Ja, was gibt es sonst zum Kampfsystem zu sagen? Ihr könnt euch bewegen, ihr könnt eine Basisaktion Nahkampf machen. Und ihr könnt eure Hilfsfähigkeiten benutzen, die kosten Tapferkeitspunkte. Am Anfang kann man die noch nicht wirklich generieren im Kampf. Und wichtig ist, viele Leute fragen immer, hey, mein Ulfa hatte 2 Tapferkeitspunkte, ich habe die benutzt. Dann war mein Haltstein dran, der hatte keine mehr. Wo sind die denn hin? Der hat doch gar nichts gemacht. Die Tapferkeitspunkte werden geteilt. Das ganze Team teilt die sich. Die gehören nicht den einzelnen Charakteren. So, lasst mich kurz schauen, dass das hier alles passt, nicht, dass ich hier Quatsch mache. Heißt, wir wollen nach hier. Solange Einheiten nicht in den Kampf gebunden sind, haben die keinen vorne und hinten, die drehen sich dann mit. Hier wird sich jetzt potenziell schon anbieten, provozieren zu drücken, aber ich bin da mal gar nicht so. Die 10, die daneben in dem kleinen Schild drin steht, bedeutet, dass ich 10% Abwehr habe. Wenn die Rüstung weg ist, ist auch die Abwehr weg. Ganz einfach. Dann lassen wir uns mal ins Gesicht stechen. Gar nicht mal so wenig. Ist ja schließlich Experte, nicht? So. Wenn der bis dahin gelaufen ist, ja, selber Spaß. Wir können den Wilderer vielleicht sogar davon überzeugen, Ortwin anzuschießen. Das wäre natürlich noch das Beste. Yikes. So, einmal Schaden machen gehen. Das hier ist mein Nummer 1 Gegner. Sehr schönes Ding. Der ist hoffentlich nicht nochmal dran. Der Bogenschütze ist direkt 2-mal hintereinander dran. Das ist hässlich. So, wenn ihr schießen wollt, wenn ihr direkt über jemanden drüber schießt, ist das vollkommen gratis. Wenn ihr so schießt, dass jemand anders mit dabei steht, habt ihr Chance, eure Verbündeten zu treffen. Im Camp sind die dann ziemlich sauer aufeinander. Ihr könnt dann vorher auf Zielen drücken, dann habt ihr keine Chance mehr, eure Verbündeten zu treffen. Ach, das war ja also bitteschön. Besser wird's gar nicht. Ansporn, wenn wir schon mal dabei sind. Ansporn macht, dass eure Truppen 50% mehr Schaden machen. Je mehr Willenskraft ihr habt, desto schneller kommt ihr auf Ansporn. Hier oben wird eure Willenskraft gegen die Willenskraft der Gegner gerechnet. Ja, was soll ich ja sonst großartig zu sagen? Wenn ihr so viel mehr Willenskraft als die Gegner habt, dass ihr den ersten Streifen hier erreicht, macht ihr mehr Schaden. Wenn ihr den zweiten Streifen erreicht, bieten die Gegner euch an, zu flüchten. Hey. Nicht cool. Na gut, Bogenschützen sollte man schon in den Nahkampf zwingen. Auch wenn Grunhild dann jetzt ein bisschen Gesundheit verliert, da kümmern wir uns gleich drum. Gut, der wird wahrscheinlich nochmal dran sein, weil was soll ich da großartig machen? Außer ich mache jetzt aus Versehen 20 Punkte Schaden, was passieren kann. Ah, zu früh gefreut. Na dann, hoffentlich brauchen wir keine Medizin. Ulfa, kriegen wir ein Execute? Sehr nice. Nein, die Gegner dürfen nicht fliehen. Diesen Bogenschützen, da werden wir noch vernichten. Wie das mit den Erfahrungspunkten funktioniert, hatte ich, glaube ich, schon mal kurz versucht zu erklären. Also,
Ihr bekommt quasi, je mehr Gegner ihr tötet, desto weniger Erfahrungspunkte bekommt ihr pro Gegner. Es bringt also Erfahrungspunkte technisch nicht so viel, alle Gegner zu töten, aber ihr bekommt definitiv mehr Loot, wenn ihr alle Gegner vernichtet. So, jetzt passt kurz auf. Gunhild ist vergiftet und auch Ulfa ist vergiftet und die nehmen diesen Schaden ja, wenn die ihre Runde beenden. Bedeutet, wir benutzen Ordwin, um den Banditen hier zu töten, weil Ordwin nicht vergiftet ist und er dann jetzt potenziell keinen Giftschaden mehr nehmen muss, diese Runde. Und das war's auch schon. Erster Kampf erfolgreich abgeschlossen. Ein Messer, das ich nicht haben will. Menschliche Gebeine braucht man am Anfang nicht wirklich. Man sollte reparieren, wenn man die Rohmaterialien hat. Zumindest hier bei mir. Jetzt wollen wir noch eine ganze Weile unterwegs sein werden. Ulfa ist direkt Stufe 2 geworden. Ich hatte gesagt, er wird Berserker. Wir werden schauen, dass wir später noch eine Schildwache mit dazu kriegen und Ulfa vielleicht mal zu einem Barbaren machen. Jetzt Level-Ups. Müssen wir nachschauen. Hier bietet sich sofort an, 2 Punkte Willenskraft zu nehmen, sonst würde ich keine Level-Ups empfehlen, bevor ihr nicht Karriereziele geskillt habt. Das machen wir gleich und das sehen wir bestimmt auch heute noch. Aber Willenskraft muss sowieso auf 15, damit man einen tödlichen Angriff überlebt. Genauso wie Bewegung auch so in Richtung 14 oder 15 muss. Das heißt, das war jetzt ein gratis Doppel-Level-Up. Wir marschieren mal gemütlich in diese Richtung. Wir wollen da erstmal nichts, außer die Wissenspunkte dafür, dass wir eine neue Gegend entdeckt haben, erforscht, erkundet. Wir können kurz reingehen. Einfach nur um, hier müsste sicher irgendwo Handform stehen. Das ist doch mittlerweile, da ist er. Alt ist die Highlight-Taste. Ist ein bisschen ranzig, die Highlight-Taste. Wir schalten hier jetzt den Dieb frei. Werden ihn aber wahrscheinlich noch nicht benutzen. Wer ist mein Diebescharakter? Ich glaube, Ordwin ist mein Wechselcharakter für den Start. Wir reden mal kurz mit den Leuten hier, weil wir kriegen hier theoretisch eine Quest, dass wir einen Pony hier kaufen und dann gratis was dazu kriegen. Wenn ich denke, wie viele Leute don't shoe their ponies, it makes me want to pull out the little hair I have left. Tell you what. Buy a horse from us and I'll throw in the horseshoes for free. Danke, Theatos. Genau das, was ich haben wollte. Gratis Hufeisen. In Edoran has been a boon for my business. I cannot help but feel for my poor ponies. Poor ponies. Das neue Voiceover, gell? Take them with you if you can. Na, wenigstens muss ich euch nicht mehr vorlesen, was? Das macht das Spiel jetzt für mich. Ganz ruhig, Pferdchen, ganz ruhig. Wir hatten hier hinten noch was. Weizen ist eigentlich generell nicht schlecht, aber jetzt schon was stehlen ist vielleicht ein bisschen happig. Na gut. Danke, dass ihr uns reingelassen habt. So, hier vorne gibt es aber, glaube ich, noch Stoff. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Na, wo ist es? Da ist das Fässchen. Danke sehr. Schaut, dass ihr am Anfang ein bisschen auf der Straße bleibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auf der Straße schneller ist, auch ohne, dass man es geskillt hat. Dann schauen wir kurz rüber am Gefängnis vorbei. Auch einfach nur für die Wissenspunkte. Dann kämpfen wir gegen die Jungs hier, bevor die skalieren, weil mein Kerl jetzt schon Stufe 2 ist. Das läuft dann alles schon. Wir sammeln so viel Holz und alles Mögliche ein, wie wir in die Finger kriegen, damit wir dann, wenn wir das erste Mal in die Stadt kommen, auch ordentlich craften können. So, ja, wir angeln auch. Wenn wir schon mal hier sind, angeln wir auch. Um zu angeln, brauchen wir Angelhaken. Um Angelhaken bekommen zu können, gehen wir in die Werkstatt, schmeißen dort unseren Tüftler an, gehen hier auf Angelhaken, wir bauen einen, ja, bauen wir einen. Hier neben hatte ich ja letztens schon gesagt in meinem Kleinigkeiten-Video, wenn man das erste Mal was baut, bekommt man Wissen und wir wollen gerade einen ganzen Haufen Wissen haben. Aus den anderen beiden Eisenerzklumpen bauen wir 2 Dietriche. Die brauchen wir auch noch früher oder später. Dann craften wir noch ein Seil aus dem Hanf, den wir eben gerade gekriegt haben. Wunderbar, läuft es schon direkt hier oben. Mit den ersten Punkten auf jeden Fall laufen skillen, Karriereziele skillen und man kann jetzt, wenn man das möchte, hier bei Zungen fertig durchgehen und den Follow-up-Skill hier nehmen. Das hat bei mir immer noch einen Moment Zeit. Der Vorteil ist dann aber, wenn ihr jemanden rekrutiert, bekommt ihr sofort einen Attributsbonus. Ich werde erstmal auf Rationierung drücken. Wiederherstellung lohnt sich natürlich auch. Hier vorne sind sehr viele wichtige Sachen, die man am Anfang direkt skillen sollte. Okay, jetzt kann ich mit Shift sprinten. Sprinten kostet mehr Ermüdung, aber ihr seid auch schneller, bedeutet im Endeffekt, macht es keinen Unterschied. Mein Schmied ist am Anfang, mein Angler ist am Anfang Ordwin. Angeln ist ein absolut dämliches Minispiel. Ihr müsst nicht die Maus bewegen, denkt dran, ihr macht einfach Linksklick
Und dann klickt ihr links, um unten den kleinen Blinker nach rechts zu bewegen. Ihr braucht nicht an der Maus zu ziehen oder sonst irgendwelchen Blödsinn zu machen. So, gratis Essen ist halt gratis Essen. Da braucht man sich wirklich nicht zu beschweren. Gucken mal, wie lange wir dann heute noch machen. Aber ich habe einen ganzen Haufen Zeug auf dem Zettel stehen, das ich normalerweise mache, bevor ich den Stromkap aufschlage. Wunderbar. Schon mal die 3 Fische runtergeangelt. Das ist schon mal 4-12 Essen gratis. Also gratis kostet ein Klumpen Erz. Also gratis im Endeffekt. Und die Sache mit dem Sold wurde ja mittlerweile geändert. Ihr bezahlt jetzt nicht mehr alle 3 Tage, sondern alle 3 Rasten. Das bedeutet, je weniger wir rasten, desto besser. Kommt auch wieder die Ermüdung mit rein. So, lass mich kurz schauen. Wir haben den beschädigten Dolch. Der gibt 3 Geschicklichkeit, der hier gibt aber 30% erhöhte kritische Trefferchance aus dem Hinterhalt. Da habe ich jetzt gar nicht drüber geredet, machen wir jetzt dann direkt. Ihr Jungs da, ihr seid jetzt dran, kommt mal her. Where's them refugees? Ist doch voll die Alte. We'll toss them out ourselves. We'll toss them all out. Yeah, I've been drinking. We all have. How do you know? You seers or something? Never mind. Leave us be. We've got refugees to clear out of Tiltren. Gut, ihr könnt den Kerlen Wein geben. Die bekommen dann, ihr bekommt dann Einfluss. Ich greife die an. Wir brauchen nämlich das Leder, um Zeug zu craften. Und außerdem sind die Stufe 1 und ich will deren Ausrüstung haben. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben nämlich ein paar Einheiten, die ein bisschen langsamer unterwegs sind. Heißt, wir könnten gucken, ob wir uns nicht so hinstellen, dass der da vielleicht gar nicht mitspielen darf in der ersten Runde. Das wäre doch schon mal was. Wir haben den einen Speerträger hier, wir haben 2 Tanks mit Streitkolben, wenn ich mich nicht arg vergucke, jawohl. Heißt, wir räumen die obere Flanke. Entschuldigung, wir räumen die obere Flanke nicht. Wir machen es ganz clever. So. Der steht sicher. Der steht sicher. Der läuft hoffentlich. Wir können mal schauen, wir können mal schauen. Wir können ja jetzt. Wir könnten mit ihm hier schießen nach Möglichkeit. Dafür müssen wir ein bisschen vorgehen. Schwierig. Wir kriegen es auf jeden Fall hin, dass einer von denen jetzt noch nicht angreifen darf in seiner ersten Runde. Da oben steckt ein Speer, auch nicht unbedingt verkehrt. Na, wenn wir mit dem hier schießen könnten. War am besten, na, da liegt eine Bärenfalle. Wie weit schießt du denn? Okay, von da aus schießen ist doch schon okay. Dann geht der nämlich darüber. Dann können wir mit dem Messerstecher hinter den gehen. Der hier geht dann aus dem Weg. Ich denke, wir haben hier was am Laufen. Okay, wir schießen auf den. Schutzschild hin oder her. Zip. Gehen dann gemütlich aus dem Weg. Die tingelt darüber, greift Gunhild an, weil sie das muss. So, jetzt machen wir nämlich ganz schlaue Sachen hier und ignorieren die Gegner einfach komplett. Der hier will sich auch gleich bewegen. Heißt, wir ziehen jetzt tatsächlich mit Gunhild, hauen einmal da drauf. Der da kann nichts machen, außer irgendwo hinzulaufen. Das war eine ganz schlechte Entscheidung. Wir können Ulfa da dann nämlich einfach abziehen gleich und dann kann der Typ da genau nichts machen, außer uns hinterher zu laufen. Gut, er läuft bis nach da. Heißt, wenn ich jetzt dem da in den Buckel steche. Ihr könnt es jetzt sehen, wenn Einheiten im Kampf sind, dann haben die Pfeile. Das heißt, ihr wisst ganz genau, wo hinten und wo vorne ist. Der läuft bis nach da. Das heißt, wir stechen dem hier in den Rücken. Und laufen ganz schnell wieder weg und lachen ein bisschen dabei. So, theoretisch sollte jetzt auch der Bogenschütze an, der Speerkämpfer an niemanden drankommen. Die Frage ist, ob wir den hier nicht einfach annehmen. Wäre wahrscheinlich die cleverste Variante. Da können wir schon mal ein paar Punkte ausgeben. Na gut, hauen wir drauf. Amoklauf behalten wir uns erstmal. Oh, nicht ganz die Richtung, mit der ich gerechnet hatte. Könnte also ein bisschen hässlich werden da unten. Aber wir müssen uns zuerst um den hier kümmern. Heißt, wir ziehen nochmal Gunhild, damit die Rüstung runter ist. Die haben wir schon, 25%. Und dann können wir den schön mit dem Dolch in den Rücken stechen. Das war ein kräftiger Schlag. So, du hast wahrscheinlich vor, da mitzuspielen. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir den Schurken außerhalb von dem Bewegungsradius halten.
Das ist alles noch fair, was da passiert. So, du müsstest aber mit da oben drauf schießen. Der Winkel hier sollte passen, jawohl. Sehr schön. Hallstein hat die Eigenschaft Ruhmreich freigeschaltet. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit beim Beenden des Zuges einen Tapferkeitspunkt zu erzeugen. Sehr stark, hat anscheinend damit zu tun, dass man Gegner erschießt, denke ich mal. So, wer kann denn noch? Niemand, ha? Nur noch unser Ulfa. Der muss sich dann jetzt mal kurz an seinem Leben festhalten. Der kriegt jetzt nämlich einen Speer in die Seite gerammt. Die Stabilisierung ist jetzt nicht unbedingt gut. Das bedeutet, dass der Abwehr auf Null hat. Er hat aber nur noch einen Punkt Rüstung. Das heißt, das macht sowieso keinen großartigen Unterschied. Können wir jemanden schicken, der sich um den Speerkämpfer kümmert? Können wir nicht. Schade. Dann können wir vielleicht ein anderes Ziel vorbeischicken. Ja doch, wir schießen trotzdem zuerst auf den. Man weiß ja nie. Wir brauchen jetzt ein Momentchen, bis alle hier sind. Wenn wir Glück haben, versucht der Speerkämpfer unseren Schurken zu pieksen. Wobei, das müssen wir eigentlich nicht unbedingt machen. Oha. Der hat sich komplett von allem verabschiedet, was? Das war ja ein sehr unnötiger Zug von dem Kerl. Nein, der darf nicht fliehen. Wo kommen wir denn da hin? So, einmal ran. Hauen wir Amoklauf raus. Wir haben die Punkte ja gerade. Mit ein bisschen Glück kommt der Phalanx-Soldat dann auch gar nicht mehr dran. Aber der hat zum einen nicht angegriffen. Der hätte angreifen können und sich immer noch bewegen. Und hat sich zum anderen jetzt auch so gestellt, dass mein Schwertkämpfer hier die Runde noch mitkämpfen kann. Wilde Kombination. Gut, den einen Tapferkeitspunkt würde ich trotzdem gerne noch behalten. Wir sind da immer gar nicht so. Schieß dem Typ einfach ins Gesicht. Easy. Einfach ein bisschen gut aufgestellt. Ein paar Runden Schaden gespart. Schön, wir haben Knüppel gekriegt, mit dem wir nichts anstellen können. Ich hätte ja wenigstens mit, naja, sagen wir mal einem Schild oder sowas gerechnet. So, Gunhild, du wirst Kämpfer. So, Bewegung, Willenskraft. Machen wir Karriereziele. Wenn ihr es geskillt habt, drückt ihr das einfach hier unten. Sucht ihr euch irgendwas aus. Und das wird dann, naja, was soll ich großartig sagen, von plus 1 auf plus 2 verbessert. Kostet 10 Einfluss, können wir uns gerade leisten. Easy. Ich raste jetzt noch nicht. Ich raste erst, wenn wir im Bergwerk waren. Weil je öfter ihr rastet, desto mehr müsst ihr bezahlen, nicht? Aber passt auf, wenn der Balken da oben voll ist, sterben Söldner von euch. Ich habe da mal einen Pony verloren. War nicht so lustig. Ich weiß nicht, wer das ist. Man kann den Mann bezahlen, das ist ziemlich schwachsinnig. Man kann den Mann bedrohen, das ist quasi gratis. Oder man kann den Mann überzeugen für 20 Einfluss, das ist okay. Weil die kriegen wir gleich zurück. Ja, weil wir einen Bergmann haben wollen. So, mein Bergarbeiter wird Gunhild werden, zumindest fürs Erste. Die Berufe sind alle so noch nicht fix. Ich muss da selbst nochmal drüber schauen. Gut, wie der Spaß hier funktioniert, ist relativ einfach. Ihr geht in den Kreis rein. Wenn der orangene Kreis den grauen Kreis berührt, wird der orangene Kreis grün und ihr drückt dann drauf. Und dann gibt's Erz und Punkte. Nichts Kompliziertes dran an dem Minispiel. Holzfällen funktioniert ganz genauso. Holz hacken. Wir fällen ja kein Holz. So, schon Lehrling. Und jetzt kriegen wir unsere Punkte zurück. Well done. We can get back to work. Dankeschön. Wir wollen aber auch dein Salz stehlen, mein Kerl. Wer ist mein du hier, nicht? Du bist gerade mein Sammelcharakter. Der wechselt jetzt ein paar Mal die Berufe. 35 bis 60, das ist okay. Dann kommen wir nicht über die 100. Das Salz brauchen wir. Ist eine geheime Mitmachsache. Ich schau mal kurz, ob wir das Salz jetzt schon brauchen, aber ich glaube leider nicht. Ich würde nämlich gerne so früh wie möglich den Anbindebalken bauen, damit wir nochmal 10 Tragfähigkeit extra kriegen. So, wir müssen jetzt hier unten rasten. Ich hoffe mal, die Wache findet uns nicht, weil wir mitten auf der Straße sitzen. Wir essen die leckeren rohen Fische, die wir gekriegt haben. Und hoffen, dass die Wache nicht vorbeikommt. Okay, wir haben zweimal Rohmaterialien bekommen, weil wir einen Tüftler an die Werkstatt zugewiesen haben. Und wir haben ein bisschen Smiley-Face-Sachen gekriegt. Hier könnt ihr es jetzt sehen, das ist der Malus.
Normalerweise wollen Gefährten erst bei minus 5 Zufriedenheit gehen. Weil ich aber wegen den Deserteuren weniger Loyalität genommen habe, gehen die jetzt schon bei minus 3. So tief wollen wir es aber nicht fallen lassen. Große, große Hoffnung. Jawohl, sind wir. Okay. Bandits attack my caravan. I'm the only one who made it. I've been trying to reach Stromcat. Unrealistische Geschichte. But I am unarmed. And with these wolves around, I don't stand a chance. Okay. I'll give you all I was able to salvage after the attack, if you take me back to Stromcat Market safe and sound. I know the way. I can guide you. Ich kenne den Weg auch, danke, aber 15 Nüsse nehmen wir wohl mit. So, den Händler kann man auch zuweisen. Ich bin mir nicht sicher, ob der generiert, aber ich glaube schon. Das ist quasi, wenn das Spiel merkt, dass ihr am ersten Tag nicht in die Stadt gegangen seid, dann wirft euch das diesen Typ zu und sagt, hey, wie wär's, wenn du in die Stadt gehen würdest? So, bevor wir nach Hoflund gehen, muss ich hier noch ein bisschen Zeug einsammeln. Das ist nämlich alles sehr wichtiges Zeug hier. So, sind die da noch grau oder sind die schon orange? Die müssten eigentlich noch grau sein. Dann nehmen wir die nämlich schnell auch noch mit. Gut, die Lady hier hat ihre Tochter und ihren Mann verloren. Wir reden kurz mit ihr, nachdem wir den Hanf gefunden haben, um noch ein Seil zu craften. How could they? We didn't even put up a fight. And they still killed our precious Lucilla. Mad with grief, her father chased after them toward the mill. I hope he caught up with them. These thieves don't deserve to live. Bisschen hart, aber ja, er hat die erwischt und ja, er hat die auch alle umgebracht. So, man kann hier theoretisch die Aalsuppe stibitzen, aber ich glaube, wir sind schon zu hoch. Ja, 45 bis 75 ist ein bisschen viel und ich würde ungerne über die 1 drüber ploppen. So, der ist gerade noch auf Dieb eingestellt, heißt, wir machen kurz die Kiste hier oben auf. Schlösser knacken, ich sag, ich teile das Ganze hier gern in Sektoren ein, wo ich dann ein bisschen rumprobiere. Ihr fiddelt hier einfach durch und macht dann Linksklick und schaut, wie tief der Dietrich reingeht. Da geht nichts. Da ist gut. So, dann nehmen wir den dritten Sektor. Da geht nichts. Zurück zum ersten. Das fühlt sich doch ganz gut an. Und die Kiste ist offen. Na, er hat sogar ein Level-Up gehabt. Das heißt, wenn ich den jetzt auf Holzfäller umskille, damit er hier unten das Holz hacken kann, dann verliere ich nicht mal allzu viel XP. Wir nehmen alles mit. Berufe wechseln. Hatte ich in dem großen Berufe- und Lagergegenstände-Video darüber geredet. Berufe wechseln tut nur weh, wenn ihr es nicht schafft, über die Kante drüber zu kommen, also ins nächste Level rein. Berufe haben was 5 Stufen, glaube ich. Sobald ihr bei einer Stufe drüber seid, hier bei Dieb zum Beispiel von Novize auf Lehrling, behält man das. So, was haben wir hier? Nichts mehr. Dann würde ich sagen, bauen wir schnell. Schnell, bevor die Wache uns erwischt. Noch das Seil. Um dann den Anbindebalken und sogar schon den Kochtopf zu bauen. Gut, gut, geht voran. So, den Kochtopf hätte ich gerne noch, auch wenn den gerade noch niemand benutzt. Aber wir sollten trotzdem einen haben. Anbindebalken. Ach stimmt, das Pony lebt ja gerade da bei dem. Na gut, Pony, wir denken da nochmal drüber nach, wie wir das jetzt regeln. Dann müssen wir alles ein bisschen umschieben. So, kommt mal hier weg. Pony kommt da dran. Da steht das Pony offiziell. Das heißt, von da aus kann der immer noch neben dem Pony rasten. Also ihr seht, was ich meine. Hier ist dieser graue Balken. Das bedeutet, da ist das Pony offiziell gerade. Und die sind dann immer noch direkt nebeneinander. Kochtopf, ja, so eine Sache. Hier, du da. Kannst du mein Koch sein, solange wir unterwegs sind? Nein? Schade. Dann musst du das halt machen. Kochen. Ja, was macht der Kochtopf? Der Kochtopf reduziert erstmal einfach nur die Nahrung, die der Trupp verbraucht, um 2. Und das ist auch okay so. Also es reicht, wenn man den zum Rasten dahin packt. Der wird jetzt erstmal nichts kochen. Wir haben auch nichts zum Kochen. Aber gratis ist gratis nicht. Wie sieht es hier eigentlich aus? Sollten wir nicht auch langsam mal ein paar Punkte kriegen, um das alles reduzieren zu können? Gut, wir haben Rationierung. Genügsamkeit sollte man auch. Ich meine natürlich, wenn ich jetzt noch skille, dann haben wir es geskillt, bevor ich das erste Mal überhaupt Sold ausgezahlt habe. Auch eine super Sache also. Kann ich dann wohl auch tun.
So ist jetzt von 70 auf 66 runtergegangen. Ich habe also niemals vollen Sold bezahlt an meine Kompanie. Dann müssen wir schauen. Ich glaube, wir gehen tatsächlich in Zungenfertig und Bonusattribute, aber den Punkt hebe ich mir dann erstmal auf. Ihr seht, durch den Kochtopf kam jetzt hier oben das mit dazu. Hier kann man dann jetzt lernen, was zu essen zu machen. Und Werkstatt ist jetzt auch langsam mit dabei. Satteltaschen ist hier drin, die könnten wir schon haben. Aber ich glaube, das erste Pony fängt schon mit Satteltaschen an. Den Punkt könnt ihr euch also erstmal sparen. Gut, hier drüben müsste es eine Gruppe Banditen geben, die hoffentlich noch grau sind. Dann hauen wir denen auch direkt auf die Mütze. Die sind zwar zu viert, aber die sollten Stufe 1 sein. Jawohl. Zwei Ganoven, zwei Wilderer. Mit ziemlich egal. Dann schauen wir auch, dass wir bald mal zum Ende kommen für Episode 1. Ich denke, wir werden uns noch in der Mühle blicken lassen und vielleicht noch im Leuchtturm. Mal gucken. Sieht aus, als könnte das hinhauen. Die beiden haben sich extrem schlecht hingestellt mit Bogenschützen. Und ich sage, man muss am Anfang wirklich schauen. Kann ich die Gegner, die gefährlich sind, direkt am Start annehmen und die damit ungefährlicher machen? Oder kann ich mich so weit von denen wegstellen, dass sie eigentlich gar nichts tun können? So, großer Plan ist nämlich, wir gehen mit Ulfa hier hoch. Wie weit kann Ulfa gehen? 10 Meter. Oh, es könnte sein, dass ich dann von da aus gar nicht mehr an den dran komme. Ist auch egal, dann macht's halt wer anders. So, einmal hier hin, einmal Wurfspeer. Gratis Schaden. Ja, sehr knapp, sehr knapp. Muss man halt da vorstellen. So, der Bogenschütze kann sein, dass er schießt. Der muss ja doch ein Stück weit laufen. Wenn er jetzt schießt, kann es sogar sein, dass er seinen Kumpel trifft. Danke dafür. Den nehme ich. Ha, jetzt habe ich mich hier aber in eine Position gebracht, die nicht so gut ist. Ja, der will jetzt dran sein. Können den töten. Wann bist du denn dran? Kann mit Ortwin dann ein Problem werden. Wir müssen Hallstein auf jeden Fall dann da wegziehen. Na gut, weniger Schaden ist weniger Schaden. Wir vernichten den Typ hier. Destabilisierender Schlag und normales Aufschlitzen müsste mehr als reichen für den. Kann leider nicht mehr gehen. Aber wenn wir Hallstein da wegziehen, könnte es sein, dass der Ganove durch die Bärenfalle zu Gunhild läuft. Das wäre die beste Situation, in der wir uns hier befinden könnten. Ja, wir schießen von hier. Warum denn nicht? Schaden ist Schaden. So, potenziell sollte das jetzt der kürzeste Weg sein für den. Kann sein, dass aber auch Ortwin angreift. Haha! Was ein Goblin. Na gut, dann ist oben noch der andere Bogenschütze dran. Wenn ich mich also nach hier stelle, ich habe 10 Meter, kann ich danach wieder zurück, rund um den Ganoven drumherum. Kann dann also sogar sein, dass der Bogenschütze den Ganoven erschießt, einfach nur weil er ein Trottel ist. Kann natürlich auch sein, dass er Gunhild trifft, das wäre schrecklich langweilig. Ach, ihr Kerle, danke für nix. Wer von euch ist denn gern zuerst wieder dran? Der hintere, an den kommt leider nur mein Schwertkämpfer. Einmal hinhüpfen. Einmal den Kopf abschlagen, bitte. Sehr schöne Kämpfe hier am Anfang. Macht richtig Spaß mit diesen kleinen Kompanien, wenn man absolut noch nichts hat. Da muss man tatsächlich ein bisschen auf Sachen achten. Je länger das Spiel läuft, desto weniger muss man auf so Späßchen achten, wie weit die Leute laufen können und so. Macht mir immer richtig Spaß hier, der Start. Und zapp. Bogenschützen sind beide gebunden. Nur Gunhild ist vergiftet. Der kann diese Runde wahrscheinlich dann keinen Schaden machen. Ist auch nicht weiter schlimm. Ich meine, ja, ich könnte zielen drücken, aber den einen echten Tapferkeitspunkt hebe ich mir dann doch auf. Jetzt müssen wir überlegen, ob Gunhild ziehen sollte oder nicht. Ja, komm, die nimmt einen Punkt Schaden. Das wird die wohl überleben. Nein, der letzte Bogenschütze darf nicht flüchten. Und die hat schon genug, um 2 Punkte Schaden zu nehmen. Na dann. Achtung, es spritzt. Ulfa ist jetzt ziemlich eingesaut, schätze ich. Na dann. 37 Gold war aber eine Menge. Hallstein. Die Damage-Dealer-Charaktere brauchen Stufe 3, um sich was aussuchen zu dürfen. Der wird wahrscheinlich Jäger werden, auch aus Battle Brothers Gründen. Wenn ihr es wisst, dann wisst ihr es. So, ich mache normal gern tapfere Unterstützung. Ich weiß, hier kann man jetzt argumentieren.
dass man tapferen Sieg nimmt, aber bei tapferer Unterstützung weiß ich zu 100%, wann ich den temporären Tapferkeitspunkt bekomme. Bei tapferem Sieg muss ich immer zuerst wen töten. So, und was ist das hier für ein Blödsinn? Eine gut tapfere Kühnheit ist mehr was für Schurken als für Bogenschützen. Also, wenn ich den jetzt neben jemanden stelle, dann bekomme ich einen temporären Tapferkeitspunkt. Das ist hässlich hier. Weder Bewegung noch sonst was. Müssen wir Karriereziele drücken. 40 ist ein bisschen teuer. Dann würde ich vielleicht tatsächlich auf 2% Crit gehen. Willenskraft und Bewegung ist gerade zu teuer. Verfassung lohnt sich nicht und ein Punkt Geschicklichkeit ist auch nicht unbedingt das, was ich suche. Ich muss kurz einen Schluck trinken, das klang ja schlimm gerade. Jetzt haben wir hier eine Randsituation. Wir haben zwei schicke, leichte Rüstungen gekriegt und wir hätten sogar schon jemanden, der die tragen kann. Aber die Rüstungen sind besser als die, die meine Tanks gerade anhaben. Deshalb werden die da mal kurz reinschlupfen. Wir geben die beiden Anglerklamotten nach unten durch. Das sind im Moment erstmal noch relativ egal. Schauen wir kurz noch. Eisenerz. Eisenerz. Schauen kurz noch an der Mühle vorbei und ich denke, wir machen den alten Leuchtturm noch und dann war es das für Episode 1. Dann habe ich mich auch halb tot geschwätzt. Den da greifen wir am Anfang nicht an. Das ist unser Champion für die Region Tiltren, Grafschaft Tiltren. Dafür holen wir zuerst eine Quest und eine bessere Party. Oh je, die Wache. Ich werde doch gesucht. Hier bekommt ihr, falls ihr am Anfang keinen habt oder einen zweiten Waldläufer haben wollt, einen gratis Waldläufer. He killed everyone. A real madman. I'm injured. Help me. Ich bin mir nicht sicher, ob man bei denen hier noch schauen kann. Oder der ist stark und Faulpelz. Das heißt, der hat nicht mal besonders gute Stats, der Kerl. Und hat Laufen. Ich werde ihn jetzt umbringen. Ihr könnt ihn gerne mitnehmen. Es kann sein, dass er bei euch andere Eigenschaften und andere Hilfsfertigkeiten hat. Der ist Angler-Novize, ist relativ egal. Wobei, das stimmt nicht. Ihr müsst, passt auf, wenn ihr neue Söldner rekrutiert und ihr schaut euch neben die Stadt durch, denkt ihr jetzt bei dem hier, wow, der hat 12 Punkte Willenskraft, das ist eine Menge. Der hat aber auch Angler als Beruf drin. Da müsst ihr, das müsst ihr dann abziehen. Außer ihr wollt, dass der Angler bleibt. So, wir erledigen den Mann für 50 Gold und 20 Einfluss. Er ist schließlich ein Verbrecher, nicht? So, looten wir den Rest der Anlage hier. Hier kriegen wir dann jetzt auch gratis ein bisschen Getreide mit. Den drehen, damit ich nichts vergesse. Hanf habe ich schon abgezogen. Hier oben noch. Ist hier nicht auch irgendwo eine abgeschlossene Truhe oder so? Nein? Ein Arbeitshandbuch. Schön. Mehr Wissen. Dann können wir jetzt mal schon mal reinschauen. Gewichtstraining ist natürlich nice, sollte man auch auf jeden Fall nehmen. Zumindest sobald man hier voll sein sollte. Wenn ich den jetzt hätte mitnehmen wollen, hätte ich schon Zungen fertig und das nächste schon geskillt. Nehmen wir mal erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Wir nehmen auch noch Wiederherstellung. Also hier vorne, das nimmt man sowieso fast alles. Da muss man da schauen. So, ich glaube, ich habe alles und nichts vergessen. Ist nur dieser eine Haufen Getreide, nicht? Jawohl. Ich denke, wir haben noch Zeit, um den alten Leuchtturm zu machen. Wir könnten aber auch hier unten kurz den Strand abgehen. Also der kommt nicht zu euch, der greift euch nicht an oder sonst irgendwas. Nur kurz gucken, ob ich hier noch angeln kann. Weil gratis Essen ist gratis Essen, nicht? Sieht wohl nicht so aus. Na dann hier vorne schnell drüber. Hoffentlich können wir mit dem Balken noch angreifen. Wache, geh weg! Ich will euch nichts tun. Wenn ihr mir nichts tun wollt. So, da vorne das Camp dürfen wir nicht vergessen. Kommt schon, stottert euch mal da drum rum. So, im letzten Video bei den 23 komplizierten Kleinigkeiten und wie viele es waren, habe ich erklärt, wofür diese kleinen Schädel hier sind. Das bedeutet, diese Gruppe hier drin passt auf den Banditenunterschlupf auf. Wenn ihr also den Banditenunterschlupf angreift, kommen die da mit dazu. Wenn ihr die jetzt hier vernichtet, kommen die nicht mit dazu. Wir vernichten die jetzt also. Die sind mittlerweile auch schon Stufe 2. Schade drum. Da hat die Skalierung schon angegriffen. Aber na gut. Deshalb spielen wir den adaptiven Modus nicht. Dass der Händler einfach nur bei mir im Camp rumhängt und meine Sachen frisst. Ohne was Sinnvolles zu machen dafür. Schrecklich. Wer ist denn immer noch Stufe 1 Ort? Wenn zum Kämpfen würde ich dich aber vielleicht doch mal wieder auf Dieb umstellen. Na gut, wir haben, wie viel? Einen Tapferkeitspunkt, aber Haltstein kann ja also welche generieren.
Das wird schon. Es sind nur zwei Leute. Die Bogenschützen können unsere Jungs ja nicht wirklich töten. Da muss ich mir keine Gedanken machen, was? Wir haben einen Haufen Zeug zum Craften schon, wenn wir in der Stadt aufschlagen. Das wird dann richtig gut. Oha. Wie weit läuft denn hier Ganoven? Könnte sein, dass der da hinten sogar schon Pech hat und gar nicht mitspielen darf. Das ist ja richtig dumm gelaufen für dich, was? Lassen wir Gunhild mal hier stehen. Ja, der kann dann schießen, auf wen immer er gerne möchte. Muss ich hier kurz gucken, wie wir das durchrotieren am besten. Ich hätte Ulfa gerne an dem Wilderer dran, damit wir den schnell töten können. Ich mag die neuen Rucksäcke richtig gerne, gell? Die sehen so cool aus. Viel besser als diese komischen Holzklappergestelle, die man damals fürs ganze Spiel anhatte. Das sieht so viel, es erinnert mich richtig an Outward mit den kleinen Rucksäcken hinten dran. Man hat so viel mehr Spaß. Na gut, das bedeutet, Ulfa, du hast 2 Runden Zeit, den Wilderer da zu köpfen. Und welcher von denen ist denn zuerst dran? Richtig schade. Wie weit läufst du denn? Gar nicht mal so schade. Vielleicht können wir die alle veräppeln. Okay, hier müssen wir jetzt kurz gucken. Das da war unser Winkel, nicht? Nicht ganz, nicht ganz. So. Das ist unser Winkel. Aha. Das heißt, beide Ganoven können diese Runde nicht angreifen. So, bedeutet, wir fangen uns jetzt den einen Schuss von dem Bogenschützen ein. Dann hat sich die Sache hier. Das ist der ganze Schaden, den wir diese Runde dann bekommen. Okay, wie machen wir den Spaß jetzt? Der ist weit genug weggeschoben. Der macht nichts, der macht auch nichts. Können wir... Wie weit läufst du denn? Wir können also bis nach hier mindestens. Das reicht. So, ja, vollkommen okay. Zip, zap. Ah, dass der da erst so spät dran ist. Hätten wir nämlich noch jemanden bewegen können. Aber na gut. Der kommt wirklich an niemanden, ja? Sehr angenehm, wie die Gegner sich aufgestellt haben für mich. Oh, da ist Ruhmreich geprockt. Einen temporären Tapferkeitspunkt mit dazu gekriegt. Dann gehen wir den Typ da auch direkt an. Ich meine, wenn der schon zu uns runterkommt, nicht? Wer soll uns aufhalten? Schaden macht er jetzt keinen mehr. Wir haben den einen temporären Punkt. So, tritt mit dem Typ ins Gesicht. Coole neue Animation. Vorher hat die so einen Wirbelschlag gemacht, den ich nicht ganz so stylisch fand. Aber der destabilisierende Tritt ist schön anzusehen. Ihr habt so richtig verkackt, ihr Banditen, nicht? War absolut nicht eure Schlacht hier. Den jetzt mit dem hier anzugehen, wäre ein bisschen tapfer. Das könnten wir vielleicht tatsächlich machen. Können wir irgendwie ein Treffen von hier? Ich weiß, die Wurfspeere skalieren mit Stärke, aber Schaden ist Schaden. Was wollt ihr denn von mir? So, wir gucken uns mal kurz, wer hier dran ist. Der Wilderer und dann der Ganove. Ah. Wir ziehen Ortwin trotzdem mal hier hoch. Ich glaube, der muss mal kurz den Wilderer für uns tanken. Dann müssen wir schauen, ob wir die Rüstung überhaupt reparieren, weil es ja natürlich auch sein kann, dass wir die Rüstung austauschen danach. Schwierig ist schwierig jetzt. Wir müssen schauen. Wir müssen wirklich schauen. Mir wäre es lieber, wenn wir die Sache da oben regeln könnten. Damit Ulfa den Ganoven da annehmen kann. Was? Wieso denn immer noch Trefferchance auf den? Wenn ich mich da darstelle, wird es besser? Treffe ich den damit? Ja, den Punkt will ich nicht ausgeben, den brauche ich. Ich glaube einfach an das Herz der Karten und dann funktioniert das schon für mich. Den lassen wir jetzt hier stehen, damit er den temporären Punkt generiert. Der müsste auf Ortwin schießen, aber... ich wollte gerade sagen, die Chance, dass das gut geht, dass du Gunhild triffst, liegt bei ungefähr 0. So, jetzt machst du hier den Wilderer fertig. Kommst hier rüber marschiert, hat Wut bekommen, weil wir jemanden mit Zorn getötet haben. Und dann geben wir unseren temporären Tapferkeitspunkt noch aus, weil den nehmen wir schließlich nicht mit nach draußen. Mit ziemlicher Sicherheit vernichten wir dann auch den Ganoven hier. Gehen schon mal weiter in Richtung von dem Wilderer. So, dem da können wir wohl nichts tun, bevor er wieder dran ist. Schade drum. Naja, er könnte, also wenn er wollte, könnte er einfach sterben. Schade, er wollte wohl nicht.
Er wollte wohl nicht. Kann man nicht viel mehr machen, als zu fragen. Na gut, Ulfa nimmt einmal den Wilderer an. Alter, ich habe gesagt annehmen, nicht vernichten. Schauen, ob wir Gunhild vielleicht raushalten können. Ja, ich denke schon. Wenn wir ihn hier erschießen. Hier stehen bleiben. So, Ortwin müsste definitiv soweit laufen können und er macht hundertprozentig 10 Punkte Schaden von hinten, um Ulfa wieder einen Haufen Blut ins Gesicht zu spritzen. So. Müssen wir reparieren, jetzt mal schauen. Gucken erstmal, was es hier drin noch so gibt. Hier müssten noch mindestens 2 abgesperrte Kisten sein und Hanf irgendwo, hallo? Wo habt ihr euren Hanf versteckt? Ich brauche den, um Seile zu craften und für definitiv nichts anderes, außer um vielleicht einen leckeren Tee zu kochen. Ich glaube, die haben keinen hier. Die haben den schon ganz alleine aufgegessen. Na gut, machen wir halt die 2 doofen Kisten auf. Habe ich noch Dietriche? Oh ja, habe ich. Das sieht nicht schlecht aus. Da ist er irgendwo in der Nähe. Falsche Richtung? Ne, da ist es. So, wo kommen wir als nächstes hin? Die Anfangskisten aufmachen ist immer relativ simpel. Wenn die später 3 Schlösser haben und verrostet sind, dann muss man anfangen, sich Gedanken zu machen. Einen Haufen gratis Essen. Hier unten die Kiste noch, vielleicht was Cooles drin. Ortwin hatte auch ein Level Up. Sind jetzt alle spezialisiert, beziehungsweise erstmal Stufe 2. Können wir ein bisschen Punkte generieren. Später nehme ich euch das Schlösserknacken und so auch raus. Ich muss mal gucken, ich hatte ja damals im allerersten Walkthrough auch die Kämpfe später ein bisschen beschleunigt und nur quasi die Aufstellung gezeigt und die erste Runde. Wenn es zu, naja, langweilig geworden ist. Das ist richtig gut. Plus 5 Geschicklichkeit und Abschlachten. Plus 1 Reichweite. Wir haben hier schon ein paar richtig schöne Sachen gekriegt gerade. So, Reichweite gilt für den Bogenschützen. Der Dolch ist für dich. Du machst jetzt 10 bis 13 und gibst Rage. Rage bedeutet 5% erhöhter Schaden. Das ist richtig stark für den Anfang. So, zu der Rüstung kann ich erstmal nichts sagen. Hier ist jetzt auch wieder die Frage, Kühnheit, Sieg oder Unterstützung. Ich nehme trotzdem immer noch am liebsten Unterstützung, auch wenn sich für einen Waldläufer natürlich auch Kühnheit anbieten würde. Willenskraft, Bewegung. Wir nehmen mal Willenskraft. Der hat uns eben gerade quasi ein halbes Pünktchen gefehlt. Dich reparieren wir komplett. Dich auch. Ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr nicht repariert, kann es sein, dass eure Söldner negative Eigenschaften dadurch kriegen. Das ist ein bisschen doof gemacht, aber ist halt so. So, da ist mehr Rüstung drauf, da auch. Ihr könnt die noch nicht anziehen. Ist dann wohl so, wie es ist. So, lasst mich nochmal kurz checken, ob es hier wirklich nichts gibt. Dann machen wir hier im Camp jetzt erstmal Feierabend für heute. Nächstes Mal gehen wir kurz hier oben den Strand ab. Knappen uns hier unten die Sachen aus dem Zelt, machen vorne die Sachen mit der Fischerei schon, da kommt dann die erste Story-Quest, da erkläre ich euch kurz, was das damit auf sich hat. Und dann werden wir das erste Mal in Stromkap ankommen und je nachdem, was es da für Söldner gibt, zeige ich euch tatsächlich kurz schon mal den Shortcut in Richtung Arthas, weil wir dann da nämlich einen Hammermann abholen müssen. Ja, du musst trotzdem kochen, ob du das willst oder nicht. Los, koch! Haben wir irgendwas, was gekocht werden kann? Wir haben kein Schweinefleisch oder so. Okay, irgendwas, was ich noch craften kann, bevor wir zu Ende machen. Lagerkiste brauche ich jetzt noch nicht. Zelt wäre ganz nett, aber jetzt auch noch nicht. Seile immer. Kletterhaken. Na gut, wenn ich sage, wir gehen nach Arthas, brauchen wir zumindest einen Kletterhaken. Einen einzelnen Kletterhaken. Irgendwas, was ich skillen müsste, bevor wir alle schlafen gehen, aber ich glaube nicht. Wir haben Genügsamkeit und Rationierung. 190 Gold. Ja. Ich denke, das war eine sehr erfolgreiche erste Episode. Wir haben schon sehr viel Zeug gemacht, haben schon ein paar Level-Ups rausgehauen. Wir haben einen Haufen Geld, wir haben einen Haufen Materialien schon. Dann schmeißen wir mal alles hier rein, was wir so haben. Milch. Mit Alkohol müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr Pech habt, wird einer von euren Söldnern Alkoholiker. Und dann ist der Spaß nämlich vorbei. Rasten wir kurz durch.
Gucken, ob jemand was will. Nein, es will niemand was. Wir haben Zufriedenheit bald voll. Dann bekommen wir auch den zweiten Bonus, nämlich 15% erhöhte Erfahrung im Kampf. Gut, ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche erste Episode für Ulfars Gefährten. Danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen. Und ab nächster Woche sollten dann, naja, erstmal 3 Stück die Woche kommen, denke ich. Damit wir ein bisschen reinkommen in die ganze Sache. Bis dann, ja, ciao, ciao.